Ah, mir fällt gerade was ein, mir auf der OM-Position ganz andere Optionen bekommen. Stimmt ja. Marianus Kraßjens ist ja wieder fit. Ja, willkommen zurück bei Taika hier in onlineliga.de mit den Tide Troopers. Wir haben den 23. Spieltag beendet und können uns freuen, denn wir sehen es schon, 2:0 gewonnen, nachdem wir 1:0 in der Halbzeit geführt haben gegen ASV Karlsruhe, haben also unsere letzten Taktikaufstellungen funktioniert, unser Kader hat funktioniert. Wir gucken ganz kurz mal rein, wer denn hier auch die Tore geschossen hat. Wir sehen Marc Hein und Andrej Cevic. Haben es geschafft, hier Tore zu schießen. Bauer leider mit seiner Formtiefe gerade nicht erfolgreich. Dafür sind die anderen Stürmer heute endlich mal dabei und schaffen es, hier ein Tor zu schießen. Wir sehen ein paar gelbe Karten. Also für uns Sergio Bauer, der hat in den 65 Minuten mal gedacht, er muss einen wegkrätschen, soweit ich das noch weiß. Ballbesitz haben wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Torchancen rausgeholt, gleiches Eckenverhältnis. Aber wir haben unser Unschied aus der Hinrunde umgewandelt in den Sieg. ASV Karlsruhe war auf dem 12. Platz, wir waren noch im 7. Wir sind wieder eins hochgegangen. Karlsruhe Fußball gegen den wir verloren haben am letzten Spieltag, ist jetzt auf den 8. gerutscht und wir sind auf dem 6. Platz. Da können wir sehr zufrieden damit sein. Ja, wir sind jetzt in der Aufstellung und schauen auf jeden Fall jetzt mal rein. Axel Meyer ist nicht in Form. Wir haben Mario Cresta, der auch nicht so in Form ist. Wir haben aber Aldin Čavić in Topform. Der muss spielen wahrscheinlich. Wir sehen, Stefan Kuzma ist in Topform. Der wird auch spielen. Ich überlege noch, ob er nicht eher auf der IV-Position dann rein soll. Da können wir auf jeden Fall mal Alfai anschauen und auch den Gaven. Da einfach mal die Auswahl anschauen. Wer ist denn fitter von den beiden? Foley ist genauso fit wie Kuzma. Konditionstechnisch macht der Foley halt hier keinen guten Eindruck und den wechseln wir ja auch gerne aus. Ich denke, Alfai bleibt auf jeden Fall drin. Wir werden Foley auswechseln, weil der von der Kondition her nicht so lange funktioniert. Deshalb, wir nehmen lieber mal hier den Foley raus und sind damit dann erst einmal zufrieden. Alfai spielt weiterhin, Foley bleibt draußen. Unser Jamšić Poljakov ist auch wieder halbwegs gut unterwegs. Von daher müssen wir es noch schauen, den Torhüter wenn wir austauschen, da wird jetzt wieder Harry Ulrich spielen. Der ist nämlich auch in Normalform, Axel Meyer meint wohl, er hat nach seinem Formhoch erstmal ein Formtief. Ist natürlich super gut, aber der Torhüter will anscheinend dann doch mal wieder eine Pause einlegen. Ah, mir fällt gerade was ein, wir haben auf der OM-Position ganz andere Optionen bekommen. Stimmt ja, Marianus Kraßjens ist ja wieder fit. Der wird auf jeden Fall auf OM spielen, das ist nämlich einer meiner stärksten Spieler. Endlich ist er wieder da, endlich nach seiner Verletzung von 3 Wochen oder 4 Wochen und ja, einen Tag aussetzen beim Spiel. Damit ist so. So, Spielaktion, ganz wichtig. Wir wollen ja vorne drin ein bisschen was verändern. Čavić wird ausgewechselt werden. Da bringen wir Cresta, hätte ich gedacht. Aber der ist, glaube ich, noch gar nicht auf der Bank. Aber den müssen wir da noch draufsetzen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Cresta raufbringen für einen anderen, für einen ST. Das ist dann tatsächlich hier Poljakov, soweit ich das noch weiß. Cresta, ne, wir müssen noch jemand anders. Wir lassen dann Jan Bachmeier wieder zu Hause. So, jetzt passt es. Ja, geht es mal verkehrt rum, das ist immer super. Aldin Čavić, wir bringen nicht Jamšić, wir bringen Cresta und zwar, wenn er erschöpft ist. Und zwar Kasiens, der ist nicht ganz so fit, deshalb der darf nicht ganz, der muss, wenn er stark erschöpft ist, dann werden wir ihn wechseln. Mario Cresta, Marianus Kasiens und wir werden dann dafür reinbringen den OM. Mehmet Hank, das soll auf jeden Fall spielen dann nochmal. Der kriegt auf jeden Fall eine Chance als Einwechslung. Und wir hatten dann noch einen Stürmer irgendwo. Bauer könnten wir aber, ich glaube, Hein und dann können wir Poljakov bringen. Hein und dafür dann Poljakov. Sehr schön. Am 24. Spieltag geht es gegen Phoenix Karlsruhe. Das wird spannend, das sieht man schon, der hat hier eine 4-3-3 halboffensive Konter. Aber sonst, mein Mittelfeld ist eigentlich stärker, so von den Gesamtwerten, meine Abwehr ist stärker. Sollte eigentlich wieder lang, der Torhüter von ihm ist halt krass, da gucken wir kurz mal rein. Ja gut, der hat halt Fuß und Strafraum. Der Linie ist okay, Libero und Spieleröffnung, Auslaufen ist okay, also kein schlechter Torhüter. Und boah, ja,
Sturm. Das spielt halt viel Neues, das kann halt so richtig hart werden. Mittelfeld hat er fast komplett ausgetauscht, auch wenn hier einer noch spielt aus der Ursprungsmannschaft. Aber das ist schon heftig. Ich bin echt gespannt. Das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit werden. Boah, das ist auf jeden Fall ein spannendes Match, Jungs. Das wird richtig spannend gegen Karlsruhe, gegen die Phoenix Karlsruhe, Jungs. Boah, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach eine Frage stellen und ich antworte euch. Bis dann, euer Tai. Wir sehen uns.